Schüler spielen EU. So könnte man in wenigen Worten das Model European Parliament beschreiben. 55 Schülerparlamentarier aus ganz Österreich fanden sich vergangenes Wochenende im Welser Rathaus ein, um die 11. nationale Sitzung zu eröffnen. Gastgeber war heuer das WAG Wels. Ja, also das nationale MEP, das rotiert immer innerhalb von Österreich. Wir waren letztes Jahr in Wien und haben somit einmal eine Tour schon abgeschlossen durch Österreich und dieses Jahr sind wir wieder zu Gast in Oberösterreich. Ja, ich denke, es ist ganz wichtig, dass sich jeder von uns für solche Themen interessiert, weil es uns betrifft und es bringt nichts, wenn wir jetzt als Jugendliche die Augen vor dem aktuellen Weltgeschehen verschließen, denn früher oder später betrifft es uns selbst und betrifft uns auch jetzt schon, zum Beispiel im Bereich der Bildung oder so. Und ich finde, man muss sich interessieren. An sich kann da jeder mitmachen. Wichtig ist, dass man an Europa interessiert ist und dass man diese Gemeinsamkeit, die es in Europa mittlerweile gibt, dass man daran interessiert ist, dass man Englisch spricht und einfach offen ist für alle anderen Vorschläge und interessiert ist an allen Standpunkten, die so über die ganzen Grenzen hinweg herrschen. Für mich ist es einfach die Begegnung mit den Jugendlichen. Am Anfang war es eher die Sprache, wo ich mir gedacht habe, es ist eine gute Möglichkeit, um mein Englisch zu verbessern. Und später bin ich dann draufgekommen, vor allem bei den internationalen Sitzungen, ich war in Stockholm, in Vilnius, bin ich draufgekommen, das Wichtigste ist eigentlich, dass man neue Leute kennenlernt. Beim Model European Parliament schlüpfen Schüler in die Rolle von EU-Mandataren. Dabei setzen sie sich mit aktuellen europäischen Themen auseinander und erarbeiten Lösungsansätze. Prinzipiell ist die Idee, den Schülerinnen das europäische Integrationswerk näher zu bringen, ihnen auch zu vermitteln, dass Partizipation in der Demokratie ganz wichtig ist, vor allem heutzutage, wo also wir 16-, 17-jährige Wählerinnen und Wähler haben, die noch in die Schule gehen. Darüber hinaus gibt es eine europäische Dimension neben der nationalen, dass unsere jungen Menschen kennenlernen, wie die Realität, die Schulrealität, die Realität der Jugendlichen in anderen Ländern ist. Ich finde das eine sehr gute Idee, wenn junge Menschen, gerade jetzt in einem vereinten Europa, auch die demokratischen Institutionen auf europäischer Ebene kennenlernen. Und das Europäische Parlament ist ja immerhin die einzig gewählte, von den Bürgern gewählte Vertretung in der Europäischen Union. Als Gastvortragender war heuer unter anderem Paul Rübig, seines Zeichens österreichischer Abgeordneter zum Europäischen Parlament, zu Gast. Wir brauchen interessierte, engagierte Nachwuchspolitiker und eine Veranstaltung wie die zeigt, wie wichtig es ist, dass wir engagierte Menschen haben, die sich dafür einsetzen, fürs Gesamte etwas zu leisten, sich selbst einzubringen, nicht zu fragen, was kann der Staat für mich tun, sondern das sind junge Leute, die sagen, was kann ich für den Staat und für die Weiterentwicklung der Demokratie tun, und das ist eigentlich sehr sympathisch. Mit den Schülern diskutierte Rübig über das Thema EU, Standortbestimmung 2020. Wir beschäftigen uns sehr intensiv, wie wir diese Finanzblase, die jetzt in den letzten Jahrzehnten entstanden ist, wie wir die wieder zurückführen in die Realwirtschaft. Und hier gibt es viele gute neue Ideen. Wir haben auch eigene Institutionen dafür geschaffen, wie eine Finanzaufsicht in London. Wer hätte vor 5 Jahren gedacht, dass es möglich ist, eine europäische Finanzaufsicht in London zu gestalten oder eine Aufsicht für Pensionen und Versicherungsleistungen in Paris oder in Frankfurt eine neue Institution für systemische Risiken. Also hier ist sehr viel auch institutionell entstanden, um der Krise Stabilität zu geben. Die qualifiziertesten Jungparlamentarier werden als Mitglied der österreichischen Delegation bei der nächsten interregionalen Sitzung in Kopenhagen teilnehmen. Mehr Informationen zum Model European Parliament finden Sie im Internet unter www.mepaustria.at.